heute in der Schule war schon wieder richtig anstrengend, Mama. Keiner will mit mir befreundet sein und ich weiß überhaupt nicht, was ich da mache. Und keine Ahnung, die anderen Mädchen sind alle voll doof. Aber das kann ja nicht sein. Doch, und gefühlt haben alle schon ihre Freunde gehabt. Nur weil ich später gekommen bin, habe ich jetzt irgendwie keine richtige Gruppe gefunden. Du bist so ein liebes Mädchen. Jaha, das weiß ich auch. Aber ansonsten sieht das irgendwie keiner. Und wie gesagt, alle haben schon ihre Gruppen und gefühlt will mich niemand so richtig dabei haben. Und keine Ahnung. Was soll ich denn machen? Naja, ich habe mir da was überlegt. Oh, wirklich? Ich habe den Direktor eingeladen. Och, Mama, ja klar, weil das hilft, wenn du den Direktor einlädst. Klar, da werde ich direkt das beliebtere Mädchen, wenn meine Mama den Direktor nach Hause einlädt und sagt, oh, klasse, seid befreundet mit meiner Tochter, sonst kriegt ihr Ärger und Aufgaben oder sowas. Hä? Um mal mit ihm zu reden. Ja, was willst du denn mit ihm reden? Es ist der Direktor von der Schule. Was soll er denn machen? Soll er sagen, oh ja, Überraschungstest jede Woche Montag, wenn ihr euch nicht bis dahin mit ihr anfreundet? Vielleicht kannst du in einen Club nachkommen? Ja, vielleicht ist es gar keine so schlechte Idee. Er sollte gleich da sein. Oh, da ist er. Oh, hallo. Hi. Sie können gerne hier Platz nehmen. Hallo Ronja und Ronjas Mama. Hallo, Herr Direktor. So, was ist denn das Problem? Also, ich bin ja neu in die Schule gekommen, weil wir hergezogen sind. Und das Problem ist ein bisschen, dass alle Clubs schon angefangen haben und alle Klassen schon länger zusammen sind. Und wenn man neu reinkommt, dann ist es ein bisschen schwieriger, Freunde zu finden. Deswegen habe ich noch nicht so viele. Und deswegen wollten wir gucken, ob es irgendwie möglich wäre, nachträglich in den Club reinzukommen. Ich weiß, die Anmeldefrist ist schon lange abgelaufen. Eigentlich geht das mit den Clubs? Naja, normalerweise nicht. Okay, dann was? Aber können wir nicht eine Ausnahme machen, bitte? Ah, ich kann da was machen. Oh, wirklich? Kann ich in irgendeinen Club? Kann ich es mir aussuchen? Welchen Club willst du denn? Ah, ich weiß gerade gar nicht, welche Clubs es alle gibt. Oh, ich hole kurz das Magazin von oben aus meinem Zimmer, bin gleich wieder da. So, also, was ich ganz gerne hätte. Meine erste Wahl wäre Reiten. Meine zweite Wahl wäre, Herr Direktor, wissen Sie denn, was die beliebten Mädchen aus meiner Klasse machen, in welchen Clubs die angemeldet sind? Ich denke tatsächlich Reiten. Oh, wirklich? Perfekt. Ich reite super gerne. Ich bin an meiner alten Schule, bin ich immer geritten. Das war voll gut. Also, ich kann das sogar. Ich brauche nicht mal die Basics lernen. Alles klar, Reiten lässt sich einrichten. Oh, super. Dankeschön. Danke, Herr Direktor. Das ist sehr nett. Ja, vielen Dank. Oh, das rufe ich. Nee, ich kann ja niemanden anrufen. Doch, ich rufe meine beste Freundin von der alten Schule an und erzähl's ihr. Mach's gut. Tschüss. Sehr gerne doch. Hey, Ronja. Oh, hi. Gut, dass du rangehst. Bei uns ist gerade der Direktor hier, weil ich ja noch nicht so wirklich Freunde gefunden habe an der neuen Schule. Und ich komme jetzt in den Reitclub rein. Jetzt kann ich endlich auch wieder reiten. Wow, das klingt cool. Ja, oder? Und morgen ist, glaube ich, mein erster Tag schon oder übermorgen. Keine Ahnung, die ganzen beliebten Mädchen bei mir in der Schule sind in dem Reitclub und ich will unbedingt mich mit denen anfreunden. Oh, dann brauchst du ein neues Outfit. Warum brauche ich ein neues Outfit? Ich habe noch Reitklamotten von der alten Schule. Die waren jetzt nicht so schlecht. In Brookhaven ist ein super beliebter Laden. Woher weißt du das? Du wohnst doch gar nicht hier. Alle Mädchen in meiner Klasse reden davon. Okay. Dann schaue ich in der Stadt vorbei. Alles klar. Dankeschön, Tess. Ciao. Mach's gut. Ich glaube, das ist der Laden hier. Hi. Hallo. Ich suche ein neues Outfit fürs Reiten. Reitclub, gibt's da irgendwie Standardsachen, die gerne benutzt werden? Gleich dort hinten. Oh, super, danke schön. Dann finde ich mich selbst zurecht. Vielleicht die Hose hier? Ah, nee, das ist zu sehr eine normale Jeans und weniger eine Reithose. Ich glaube, das ist ein ganz akzeptables Reitoutfit. Da kann ich auch meine Schuluniform drunter ziehen. Dann brauche ich nur die anderen Hosen, damit das nicht dreckig wird. Ich glaube, ich würde einfach das hier nehmen. Das wären dann 39,99. Oh, ja klar. So, bitteschön. Gibt es sonst noch irgendwas in der Sale? Was ist denn da hinten? Warte mal, da war auch jemand. Hallo? Hey Mädchen, nimm das. Was soll ich nehmen? Wer bist du überhaupt? Ich will die Brille nicht mehr. Okay, aber die ist zu viel. Das ist ja schön, aber was soll ich denn mit der Brille? Ich schenke die dir. Das ist super lieb und alles. Aber ich glaube, ich brauche die Brille nicht. Dankeschön. Bitte. Okay, dann nehme ich die Brille. Nimm sie einfach. Ich nehme die Brille, okay, alles klar. Los! Ist ja gut, ich nehme hier die Brille. Okay, die weirde Brille passt überhaupt nicht auf mein Gesicht. Die hängt jetzt irgendwo auf meiner Stirn rum, aber bevor der komische Dude nochmal vorbeikommt, lasse ich die vielleicht einfach mal auf und gehe damit nach Hause. Dann machen Sie es gut. Wiedersehen. Ah, endlich Roblox spielen. Oh, Roblox spiele ich auch immer. Machen Sie es gut. Oh, nein, ich bin zu spät. Entschuldigung.
Ronja, zu spät! Ja, es tut mir leid, Herr Lehrer. Ich habe irgendwie noch den Weg nicht ganz gefunden hier. Ach, die ist zu gut für den Unterricht, denkt sie wohl. Es tut mir wirklich leid, die neue Schule ist noch alles so groß und verwirrend und ich weiß noch nicht, wo die Räume sind. Und bei uns hat die Schule auch erst um 10 Uhr angefangen und nicht um 7. Was ist denn das hier? Na gut, Sie sind entschuldigt. Was machen wir denn heute? Frechheit. Gut, dass Sie fragen. Lösen Sie die Gleichung an der Tafel. Was ist denn da überhaupt zu lösen? Das ist schon fertig. Ich kann doch ja nichts lösen. Ein Loser. Denn die Gleichung funktioniert nicht. Auf der x-Gleichseite muss ja was stehen, sonst kann ich ja x und y nicht berechnen. Herr Lehrer. Jenny, bitte löse du die Gleichung. 35. Sehr gut. Hä? Machen die anderes Mathe als wir? Was ist denn das? So, bitte bereitet euch auf den Test vor. Oh mein Gott, welchen Test? Herr Lehrer, welchen Test meinen Sie? Wann ist denn der nochmal gleich? Nächste Woche. Nächste Woche? Über die Themen, die wir gerade behandelt haben? Oh Gott, ich kann gar nichts, ich verstehe überhaupt nichts. Der macht 70% der Note aus. Wie? Okay, gibt's irgendwo die Möglichkeit, Nachhilfe zu kriegen? Vielleicht? Bitte? Hey, pst, Jenny. Ich weiß, wir kennen uns noch nicht wirklich, aber könnten wir zusammen für den Test lernen? Ich verstehe wirklich nichts und du scheinst es echt drauf zu haben. Ew, geh weg, Loser. Komm schon, bitte. Ich brauche wirklich eine gute Note, sonst kriege ich hier eine 6 und dann muss ich sitzen bleiben. Wieso sollte ich? Keine Ahnung, weil wir doch Klassenkameraden sind. Keine Freundin. Okay, dann versuche ich halt mein Bestes. Geh weg. Okay, Klasse beendet. Auf zu euren Clubs oder nach Hause. Okay, yay, endlich mal ein guter Teil vom Tag. Hallo, ich bin neu für den Reitclub. So, und jetzt Brillen auf. Wie jetzt Brillen? Was für Brillen? Ohne Sonnenbrillen dürft ihr nicht reiten. Was? Wieso das denn? Ich war früher in einem Reitclub, da war das nicht so. Ein Mädchen hat sich verletzt. Okay, ich... Moment, hab ich irgendwo eine Brille? Oh ja, ich habe die Brille, die der komische Dude mir gegeben hat. Ist es gut genug für Sie? So, ich bereite mal die Pferde vor. Oh, hi, Jenny, du bist auch im Reitclub? Oh nein, ich fürchte mich so. Oh, du musst dir echt keine Angst haben. Pferde sind super lieb und super menschenfreundlich und keine Ahnung, die würden dir nie was tun. Plus, du hast ja deinen Helm auf, das heißt, wenn du runterfällst, dann, weißt du, bist du geschützt. Ha? Ich meine nur, du musst dich nicht fürchten. Ich habe nicht geredet. Doch? Ich hätte dich ja sonst nicht hören können. Hört man denken? Nein, denken hört man nicht, nur wenn du redest. Also, du wirst es vielleicht leise einfach gemurmelt haben. Hä? Jenny, was ist? Ist alles in Ordnung bei dir? Hast du so eine Angst? Wie gruselig! Nein, ohne Mist. Guck mal, wir können jetzt zusammen hingehen. Pferde sind wirklich liebe Wesen. Du musst sie nur ein bisschen bürsten und nicht hinter ihnen stehen. Das ist die Hauptgefahr. Nicht hinter ihnen stehen, sonst können sie dich treten. Aber wenn du von der Seite drauf gehst, ist es gar kein Problem. Nein, nicht die Pferde! Was denn sonst? Du! Okay, also Jenny, ich weiß, dass wir nicht beste Freundinnen sind, aber gruselig bin ich jetzt auch nicht. Ich meine es nicht gemein. Okay, wie meinst du es dann? Ich glaube, du kannst meine Gedanken hören. Oh mein Gott, wirklich? Oh, das wäre super cool. Können wir einen Test machen? Okay, okay. Sag mir nicht was, aber denk an irgendeine Farbe oder an irgendein Tier oder sowas. Und ich kann dir dann sagen, was es ist. Wenn ich wirklich Gedanken lesen kann, dann sollte es ja kein Problem sein. Grünes Hähnchen. Okay, also grünes Hähnchen. Wie gruselig! Warte, hast du das wirklich nur gedacht? Du hast nicht gerade grünes Hündchen gesagt. Nein, nur gedacht. Das Ding ist, Jenny mag mich nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jenny versucht, mir hier eine Falle zu stellen. Deswegen muss ich das irgendwie noch testen. Wenn ich wirklich Gedanken lesen kann... Oh mein Gott, das wird mein ganzes Leben verändern. Ich könnte endlich einer von den beliebten Mädchen sein. Ich müsste hier gar nicht mehr im, keine Ahnung, Reitclub überhaupt so viel Mühe geben, weil ich einfach wüsste, was die Leute wollen. Mann, ich will nach Hause. Reitunterricht geht doch gar nicht mehr so lang, oder? Ich glaube, es ist nur noch eine halbe Stunde. Was? Na, weil sie doch gesagt haben, sie wollen nach Hause. Ich habe nichts gesagt. Oh mein Gott, dann ist es wahr. Dann... Das liegt bestimmt an der Brille. Die Brille von dem komischen Mann in dem Laden, die er mir gegeben hat. 100%, ich kann Gedanken damit sehen. Okay, Jenny, noch ein letzter Test, okay? Denk nochmal an... denk an dein Lieblingsessen, okay? Ich kenne nichts über dich, ich kann dein Lieblingsessen nicht wissen. Und... Okay, dann ziehe ich meine Brille ab so lange. Okay, und go! Tatsache, ich sehe nichts mehr. Okay, mit Brille? Und? Nein, ich sehe gerade gar nichts. Warte. Denk gleich nochmal dran. Sekunde. Sushi! Oh, sie hat eine Brille. Ist dein Lieblingsessen Sushi? Woher weißt du das?
Oh mein Gott, ich habe eine Brille, mit der ich Gedanken lesen kann. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Ich kann nicht warten, nach Hause zu gehen und meiner Mama davon zu erzählen. Wir sehen uns morgen in der Schule, Jenny. Ich muss nach Hause. Meine Mom hat noch was Wichtiges. Mach's gut. Ciao. Oh mein Gott, wie aufregend. Das ist wirklich der beste Tag. Und dann kann ich mich mit allen anfreunden und ich kann Leuten Sachen mitbringen. Und wenn es ihnen schlecht geht, kann ich sie trösten und ich weiß, was sie wirklich über mich denken. Oh mein Gott. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Das unbeliebte Mädchen wird zum Gedankenleser. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Folgen. Und ich habe auch einen Community Discord. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Da mache ich manchmal Talkrunden. Da könnt ihr mit mir reden. Wenn ihr Lust drauf habt, dann kommt gerne auf den Discord. Und dann sehen wir uns da. Macht's gut. Ciao.